als nächsten haben wir heute Abend mit dabei den Werner Lahmann von der Firma Sohn. Jedes Jahr Mittag der CMT organisiert die Technik-Karawane eine Standparty. Der Technik-Karawane angehörend sind ja die namhaften Firmen wie Linepe, E&P, Alde, Thüle, G&S Polstermacher, Dekalin, Sog, Pegipek, Promobil, Transwatt, Tedford, Költgen, Katago, LMC und Goncord. Danke dir, aber ich bin nicht der Letzte. Denn du bist der Letzte, ich bin nur der Vorletzte, denn du bist auch der Wichtigste, unser Leithirsch, Nikolas Hirsch, Geschäftsführer Linepe GmbH. Heute habe ich es aber mit dir gesprochen. So, es ist Mittwoch an der CMT und da ist der Organisator. Hey Markus. Der Chef von der Technik-Karawane. Erzähl mal, was feiern wir heute? Wir feiern heute Standparty der Technik-Karawane. Alle Firmen, die hier auf der CMT ausstellen, sind dabei. Und wir wollen heute Abend einfach ein bisschen Spaß haben, mit Freunden Gespräche führen und eine gute Zeit haben. Das ist immer in Stuttgart bei der CMT am Mittwoch, gell? Genau. Jedes Jahr wieder, mittlerweile seit, ich glaube, 7 oder 8 Jahren. Also es ist ein fester Termin geworden und wir freuen uns immer alle schon drauf. Die Leute freuen sich das ganze Jahr schon, wenn es wieder Gulaschsuppe gibt, gell? Genau, das ist ja Tradition bei uns, die Gulaschsuppe. Die, ja. Die einen freuen sich drüber und die anderen sagen eigentlich schon wieder Gulaschsuppe, aber die ignorieren wir. Hey, man hat ja ein Jahr Zeit, genau, bis man wieder einen Teller kriegt. Aber ich wünsche euch und allen anderen viel Spaß. Danke, Markus. Ein paar Eindrücke. Ja. Gell? Schön, dass du da bist. Viel Spaß euch allen. Danke. Wie schmeckt die Gulaschsuppe? Super, einfach super. Und der Wein dazu? Ja, das habe ich eben schon probiert. Noch besser. Gut, also voll zufrieden. Perfekt. Freut uns. So, ich glaube mal, ich störe da euch zwei, wenn die Messeleitung von Stuttgart auch hier ist. Bei Hallo. Dieser Feier. Fragen wir ihn doch mal, den Herr Ecke, wie ist der Messeverlauf allgemein? Was sehr kann gut. man dazu sagen? Ja, also der Messeverlauf ist sehr positiv. Wir haben sehr gute Stimmung in den Hallen, sehr gute Verkäufe, so wie die Rückmeldungen mir zugetragen werden. Deswegen gute Stimmung. Die Aussteller hatten ja Angst wegen dem Wintereinbruch, dass da allenfalls weniger Leute kommen. Hat sich das gar nicht so merkbar gemacht? Ja, doch. Also gerade die kurzfristigen Kommer oder die kurzfristigen Besucher, die sind weggeblieben. Wir haben einen kleinen Einbruch am Sonntag gehabt, wo es ja wirklich Schneesturm draußen gegeben hat. Und das merkt man doch auch. Aber sonst, im Großen und Ganzen, alle sind zufrieden. Ja. Was war neu dieses Jahr? Gab es was Neues? Es gibt natürlich viele kleine Neuigkeiten, ein paar Fahrzeugpräsentationen. Wir haben den Allrad- und Offroad-Bereich etwas ausgebaut. Wir haben eine tolle Nachfrage im Tourismusbereich. Und natürlich auch das Caravaning-Partnerregionen Dänemark, die sich sehr groß präsentieren und da auch viel Unterstützung in der Werbung gemacht haben. Mhm. Gut, Sie haben vielen was Dank. Zu trinken in der Hand. Ja, alkoholfrei. Ich störe nicht mehr, alkoholfrei. Klar. Natürlich. Ich sage vielen Dank. Gerne. Und vielleicht nächstes Jahr wieder. Freue mich. Ja, freu vielen Dank. Ja, die Suppe ist gut und vor allem die Pampel der Sache ist eine Schau mit den Töpfen. Das ist spitze. Ja. Und hier zweites Urgestein von der Technik-Karawane, das ist der Herr Reif beim Essen. Schon wieder kalt erwischt. Ja, schon wieder wie erwischt. Erzähl mal, Technik-Karawane, vielleicht hast du irgendwas noch zu erzählen. Nein, schon alles gesagt. Technik-Karawane, Zusammenschluss von 4 Freunden und mittlerweile von 14 Firmen. Gut, wie geht's weiter? Kommen da noch mehr Leute dazu? Ja, wir haben die Technik-Karawane Rallye. Die wird dieses Jahr zum zweiten Mal gemacht. Und unsere Tour oben an die Küste ist auch schon im Plan. Also immer weiter, immer weiter. Nach oben offen. Nach oben offen, genau, genau. Also noch einen schönen Abend dir. Danke, das Gleiche. Tschüss. Tschüss. Und hier haben wir noch Katago vertreten.
Von Karthago ist man ebenfalls hier eingeladen. Und was hält man davon? Ja, als Sponsor. Von so einer Technik-Karawane, was hält man davon? Ja, Technik-Karawane ist gut, so ein bisschen ein Treffpunkt. Schönes Ereignis, schöne Veranstaltung. Die Technik-Karawane an sich ist auch sicherlich immer wieder interessant, da dabei zu sein, auch als Hersteller. Und deshalb sind wir da auch engagiert dabei von Karthago. Bumuklik durfte mit dabei sein und ein paar Eindrücke sammeln. Ein gelungener Abend mit vielen Gesprächen unter Freunden geht schon wieder zu Ende. Wir sehen uns morgen wieder, alle an den Ständen der CMT in Stuttgart.